Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf ETS, auf Aiden Croft TV mit ETS 2 und natürlich mir, eurem Aiden. Wir waren auf dem Weg nach Pötten. Ja, er lässt uns rein, sehr schön. Von Malmö auskommend. Machen wir mal hier aus. Windgenerator, Mast oder so drauf finden. Und waren jetzt irgendwo zu einer Stadt hin unterwegs, wo Fähre war. Das weiß ich nicht. Nicht richtig wirklich geguckt, ob da was kommt. Das kann das nicht sein. Ich bin im Kreis. Ich habe Vorfahrt. Meine Fresse. Quatsch, da lang. Mann. Prozent Schaden hatten wir ja eh. Das sind ja die Reifen. Ne, aber nicht mehr. Ach, da müsste halt auf meinem privaten Spielstand. Okay. Aber schon wieder ein Prozent Schaden alle Ware. Das kann es doch nicht sein, Mensch. Da bin ich ja jetzt diesmal echt für meine Verhältnisse sanft am Fahren. Schön am gucken, kommt da was, ist da was oder so. Und dann kriegst du so die einen in die Fresse gedrückt. Kann es doch nicht sein. So, da haben wir Rot. Können wir langsam auf zurollen. Dachte zurollen und nicht stehen bleiben. Boah, das kotzt mich ja jetzt gerade so an. Dieser Pisser, nicht aufgepasst hat. Und so hat es schimpft sich auch nur noch Tacker. Denn der saß ja auch in der Zugmaschine. Was ist denn? Hey, erlaubt 43? So. Was soll's, was will man machen? Ändern tun wir eh nichts mehr dran. Aber wieso sind hier nur 43 km/h erlaubt? Das verstehe ich jetzt nicht. Tempo mal auf 45 eingestellt. Wird schon gut gehen. Haben wir eigentlich Licht an? Ja, haben wir. 9 Uhr, da können wir eigentlich Licht ausmachen. Ach, Licht war doch aus. Und Fernlicht an. Aus. Alles aus, was nicht an sein muss.
Und jetzt gehen wir erstmal tanken. Ich könnte zwar im Tank reinpieseln, aber davon fährt der nicht. Jawohl. Und sag mal, sehe ich das richtig? Dieselpreis 6,05 Euro. Gib mir mal die Anzeigentafel hier. Da scheint immer dasselbe zu stehen. Irgendwie. Ich habe gerade noch ein Let's Play vom Sven gesehen. Da standen die gleichen Zahlen. Der hat aber nur 1,60 Euro. 6,05 Euro. Meine Fresse. Bin ich froh, dass wir gerade noch für einen Spediteur fahren. Und nicht mit unserer eigenen Zugmaschine unterwegs sind. Ah, Moment. Gallonen. Wieso hat der denn Gallonen? Und Meilen. Oh ja, zurück, mein Freund. So. Liter. Da. Okay, 1,60. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen heftig gewesen. Ja, aber Gallonen sind ja größer. Daher zahlen die natürlich auch mehr. Ich glaube, die haben ja bis 5 Liter Gallonen. Ungefähr so was in der Art wie unsere 5 Liter Kanister oder sowas. Und dann wird das ja hinkommen. 1,60 mal 5. Ne, da wären wir bei 8 Euro. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Wir dürfen hier fahren. 50. Ja, wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Ein Biskus ist okay. Jetzt bleibt doch nicht alles stehen. Fahr doch. Er wartete erst 2 Stunden, bis der näher rankommt, um sich dann zu entscheiden, doch noch zu fahren. Meine Fresse, Mensch. Die fahren ja noch bekloppter wie ein Mensch. Und die fahren schon bescheuert. So, wo bleibt denn unsere Fähre? Unsere Fähre. Ich glaube, mit dem Reden lasse ich heute auch. Genau diese. Den Knoten, den ich in der Zunge habe, den kriege ich heute schon mal nicht wirklich raus. So, machen wir ein bisschen Musik an. Ja, war mir klar. Ich war noch bis auf 50 sogar runter. Wieso hat die noch geblitzt? Ich war im Kopf gerade noch dran. Ja, so ein bisschen schneller. Können wir ruhig fahren, habe ich gesagt. Und jetzt bin ich wieder bei 100. Und da sah ich sie auf mich zuschießen. Da sah ich die Blitze auf uns zukommen.
und es war nichts mehr zu machen. Kommt da was? Nein, dort. Ui, da kommt ja dort. Jetzt fahr aber auch. Komm, ich bin extra schon hinter dir. Mann. Ich wusste das. Ja, so. Also im Moment macht mich ETS zwar echt wuschig mit jeder Fahrt, egal ob hier im Let's Play oder privat. Es ist der Wurm drin. Ich meine, klar, mit dem Blitzen bin ich selber schuld. Ich könnte mich auch an den Verkehrsregeln halten. Irgendwie so schnell wie möglich den Auftrag immer erledigen, um Geld zu verdienen und dann dadurch Zeit zu sparen, bevor wir den nächsten Auftrag annehmen können und diesen dann erledigen können. So geht's so langsam wieder. Ein paar Meter lieber vorankommen, ohne irgendwelche Strafen zahlen zu müssen. Huch. Warum bremst du, mein Freund? Oh ja, klar, Schaden. Hallo? Jetzt bin ich auch noch falsch gefahren. Fuck hier! Da hätten wir jetzt nämlich drauf gemusst. Können wir hier abfahren? Nein, ist auch eine Brücke.
Können wir hier irgendwie? Nein. Ach, fuck. Ich probiere es einfach mal, ob wir uns gedreht bekommen. Rückwärts. So, ein bisschen mehr einschlagen. Oh, 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 oh. Oh, oh, guckt euch den Flieger an. Scheiße, wir sind zu breit. Jetzt ist die Frage, kriege ich mich wieder zurückgedreht? Junge, Junge, Junge. Wir sind zu breit zum Drehen auf dieser Straße. Leck mich doch am Arsch. Haben wir jetzt 3, 2, okay. Hier sollte doch eigentlich gehen. Ein bisschen Gras drüber. Hin. Was ist los? Da. Boah, fuck hier. Ja, genau. Sonst geht's noch gut, oder wie? Wenigstens kommt da eine Tankstelle, wo man drehen kann. Ich sage, im Moment läuft bei mir alles super daneben. So, jetzt können wir den Navi wieder folgen. Wunderprächtig. Fahren. Schadet nicht, Aiden. Whoops. So gerade noch geschafft. Ich sollte doch wirklich auf Tempomat und auf das fahren, was wir fahren dürfen. Sonst machen wir nämlich mit dieser Fahrt ja nichts. Ein Plus. Eher Minus. Entschuldigung. Hey, unsere Abfahrt. Hey, hey. Jetzt gewesen, wenn ich jetzt auch noch vorbeigefahren wäre. Ja, hier Karlskrona, ne? Wo wir die letzte Fahrt hingebracht haben. Ui, jetzt nicht so viel.
Gas holen. Was grillen wir eigentlich für die Fahrt hier? 2300. Ja. Wir kriegen die nicht mehr. Aber wenn die blitzen und so abziehen, dann sind wir schon unter 2000. Dann zwei oder drei blitzen plus der eine Unfall. Also, ja, Minimum 400 Tacken, die schon weg sind. Eigentlich gerade ausfahren. Können wir noch ein bisschen Stadt erkunden. Ein bisschen Straßennetz, Gebietserkundung durchführen. Macht mal Platz da. Hier kommt der Eden. Habt's ja wohl nicht mehr alle. So spät erst so stark abzubremsen. Ja, ist ja gut hier. Kommt unsere Fähre schon mal. Sehr wunderschön. Sehr, sehr schön. Hallo? Ach so. Den wollte ich. Ich hätte einen weiterklicken müssen. Wo steht der Lagermeister? Ach, da steht er. Warum steht der Mann eigentlich zu uns? Ja, komm rum, komm. Einmal flatt fahren. Tja, es ist dunkel geworden. Wir machen es nicht natürlich brav an. Halt, 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 Aiden. Halt, halt. Da geht's lang.
haben wir hier aber keine. Doch, haben wir. Und umleuchtet es an. Sehe ich gerade. Ups. Und nicht weg. Ich werde gerade zierig müde. Ich glaube, ich werde doch nur diese eine Aufnahme erstmal eben aufnehmen. Zwar für morgen was haben. Und vielleicht in ein paar Minuten, einer Stunde, anderthalb oder so, ich mal kurz die Augen zugehabt habe, noch eine Folge auf zwei. Aber so geht das gar nicht. Jetzt sollte ich doch langsam mal überlegen, eine Pause einzulegen. Ich merke gerade, dass ich in den Sekundenschlaf einfalle. Und zwar jetzt nicht die Spielfigur jeden Kopf, sondern derjenige, der sie lenkt. Da kommt ja gleich ein... Ah ne, ist eine Ausfahrt. Ich wollte gerade sagen, da kommt ein Parkplatz. Da kommen ein paar Plätze, wunderbar. Bis da fahren wir noch durch. In der Zeit verabschiede ich mich von euch schon mal. Bedanke mich für euer Interesse an Aidencroft TV, an ETS 2. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar lasst, Like da lasst oder aber, falls noch nicht geschehen, ein Abo. Und ja, wie gesagt, das war's für diese Folge. Wir setzen uns da vorne nur noch hin und werden die Augen zumachen. Ja, durfte ich denn gleich mal parken?
Platz darf ich parken? Jetzt stehe ich angeblich gerade drin. Na gut. Wenn du das sagst. Ja. Wie gesagt, ich verabschiede mich, wünsche euch noch viel Spaß mit allem, was ihr heute oder morgen tut. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, wir zocken ETS 2 auf Aidencroft TV. Und wie am jedem Ende der Folge noch, bis zum nächsten Mal. Ein Arrivederci, Winke Winke und Goodbye, euer Aidencroft.